Warst du schon mal so vor so vielen Leuten auf der Bühne? Jo. Okay. Du kannst den Zettel nicht lesen, oder? Ich hab's versucht. Ich glaube, ihr habt mein Fehlen zweimal mitbekommen. Also von daher, dann sag mal die Übersetzung an. Das ist auf Französisch und es ist stream.c3lingo.org. Okay, donc comme à chaque fois, il y aura une traduction en français qui sera aussi disponible, c'est sur c3lingo.org. And for the English speakers, warte mal, du hast jetzt noch die Chance, deine Mutter zu grüßen. Ach so. Es ist ja schlecht, die ist in Spanien. Dann mach das doch auf Spanisch. Buenos dias, Mama. Danke. And for the English speakers, streaming.c3lingo.org and you get translated everything we do on stage. Thank you very much. Saal 1 ist doch immer wieder... Es ist aber auch Aufregung, oder? Ich hab Puls. Ja, ich auch. Ich hab bisschen Puls. Ja, ne? Was ist mit euch? Haben alte Männer auch noch Puls? Der eine, der andere... So, machen wir ein kleines Spiel. Ihr kennt das mit dem Defragmentieren, ne? Ja, vielleicht klappt immer eure Tischcomputer zusammen. Der ein oder andere muss gegebenenfalls aufstehen. Ja, und wenn ihr einen Rucksack neben euch habt, weil ihr glaubt, eure Freundin schafft's noch. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck jetzt unter den Sitzen. Ja, danke. Und dann einmal kurz die Hände hoch, dass wir sehen, wo ist noch was frei. Das wo Spiel kennt ist ihr auch. Denn? Gar nicht so viel Defragmentierungsarbeit. Guck mal, hier vorne ist sogar noch richtig was. Wie viele von euch haben sich vor der Pause schon hingesetzt? Okay, alles klar, alles klar. Dann können wir uns das sparen. Können wir gleich zum Spaßteil übergehen, oder? Können wir eigentlich machen. Wir haben Fakten. Ja, Fakten machen wir später. Fakten machen wir später. Wollen wir erstmal noch die Übung fürs Closing machen? In Hamburg hat das sehr gut geklappt. Ja, ob das hier auch klappt. In Hamburg hat das sehr gut geklappt. Ob das hier auch klappt, wissen wir nicht. Du nimmst die Hälfte, ich nehme die Hälfte. Alles klar. Darf ich anfangen? Wir teilen hier so in der Mitte, da in der wo Mitte. Die Kamera ist. Ne? Da, also ihr seid hier, meine ihr Hälfte. Zu mir. Wir würden gerne eine Laola mit euch üben, weil wir das schon so lange nicht mehr gemacht haben. Und diesmal eine Clashing Laola. Und wir würden gerne dort anfangen. Und zwar jetzt. Ja, komm Leute, kriegt doch. Ja. So. Und ja. Oh, 1A. Und jetzt zurück nochmal mit richtig viel Sound. Sekunde, noch nicht, ganz ruhig. Richtig laut. 1, 2, 3, Laola. Alter, die Gänsehaut. So, und jetzt kommen die Fakten, ne? Fakten. Wir haben ein wenig bei den Engeln recherchiert. Ja, genau. Die Engel sind die Leute, ihr wisst es fast alle. Warum, kommen wir gleich zu. Sind die Leute, die das Ganze hier organisieren. Dafür erstmal einen riesen Applaus, bitte. Jetzt ruft mich einer an. Bei mir hat's auch gebimmelt. Die immer dieselben Scherze, oder? Ist das ein Scherz oder geht's gerade irgendwo anders ab? Oh. So, insgesamt haben wir, die Zahl ist noch sehr klein, 1043, hätte da auch 1042 draus machen können, damit sich das besser anhört, aber es sind 1043 Mann-Tage. Mann-Tage. Mann- und Frau-Tage. Es waren 2969 Engel mit wenigstens einer Stunde. Gegliedert ist die ganze Sache in 59 Engeltypen. 59 Engeltypen, also verschiedene Aufgaben, die es zu tun gibt. Von Flaschen aufsammeln bis hier oben stehen und euch bespaßen.
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe 9,50 Euro Mindestlohn einfach so als Voraussetzung gesetzt und die Manntage mal 8 genommen. Ich wusste, dass wir dafür Ärger kriegen. Ich hole uns da wieder raus. Okay, du holst uns da raus. Also, wenn wir die ganze Sache mit 9,50 Euro multiplizieren, kommen wir aus 79.268 Tacken. So. Okay, aber so ein typischer IT-Lohn. Das ist ja Mindestlohn. Ihr seid ja IT-Leute. Genau. Und ich habe mal mit so 99 Euro gerechnet für den Freundschaftspreis, ne? Ja? Und dann sind wir schon bei 826.000 Euro. Kann ich das dem C-Punkt eigentlich jetzt in Rechnung stellen? Ich hoffe. Und insgesamt haben sich 2.400 Leute angemeldet, um zu engeln. Das heißt, fast die Hälfte hat nur engeln können, weil es so viele von euch gibt, die mithelfen wollen. Vielen, vielen Dank. Rein. So, sind wir doch vorbereitet. Okay. Ja, ein bisschen wenigstens. So, wer hatte denn dieses Jahr diesen Moment von I told you so? Wer hatte den mindestens einmal? Komm Leute, das kann nicht sein. Also das ist... Also wirklich. Doch, jetzt kommt's. Jetzt kommen sie langsam in Schwung. Okay. Der Familie gegenüber, in der Firma, beim Meeting. Achso, stimmt. Natürlich sind wir doof. Diesen Moment wer hatte? Kennt so jemand, rum? Der in dem Moment hatte? So müssen wir natürlich fragen. Wer kennt denn jemanden, der diesen Moment mindestens 5-mal dieses Jahr hatte? Das sind jetzt nicht bedeutend weniger. Naja gut, dann ist der nächste Talk gar nicht so schlecht. Ja, wir geben euch so. Neues Futter. Genau, neues Futter von Security den beiden. Security Nightmares. Ron und Frank. In der 13. Ausgabe und ab die Post. Einen tobenden Applaus. Ja, Test. Bom, 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 hallo. Bom, bom. Hallo, Computer. Hallo, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu den Security Nightmares. Hallo Leipzig. Hallo Neuland. Genau, schön, dass ihr alle da seid. Die 19. Veranstaltung auf dem 35. Kongress. Das ist ja für den Kongress so eine Grenze, weil mir, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren jemand erzählt hat, dass alles, was älter ist als 35, darf in ein Museum. So, das heißt, nächstes Jahr wird das Eidelstädter Bürgerhaus dann abgefahren. Nee, der erste war da gar nicht. Ups, das müssen wir nochmal geschichtlich klären lassen. Okay, kurz, wer ist das erste Mal hier? Oh ja. Okay. Aber weniger als sonst. Das finde ich einen guten Trend. ja. Wer von euch kann denn die Grundlagen von TCP/IP erklären? Naja. Und wer von euch hat es auf diesem Kongress gelernt? Auch keiner. Okay, jetzt greifen wir in die Kiste. Wer kann die Grundlagen von SPX, IPX erklären? Eier 15. Immerhin. SNA? Ja, okay. 3. Layer 1 und 2 von Wi-Fi? Ah, hier haben wir ein paar Wi-Fi-Kabel-Experten, ich sehe schon. Und von LoRaWAN? Interessant, da melden sich immer dieselben. Merkt sie euch. Das sind die, die wir vor der Zombie-Apokalypse brauchen. Das sind die, die auch hinterher noch Netz haben. Wahrscheinlich. Vielleicht. Genau. Was immer witzig ist, ist, ich tue immer die Zahl in den Zahlenkonverter und gucke dann, in welchem Zahlensystem eine hübsche Zahl rauskommt. Und diesmal war das ist die 23. Veranstaltung, wenn man das Oktal
System zugrunde legt. Ja, ist auch hübsch. Und ihr seht, wie das da... Ne? Die Notation. Die Notation, 0O. Und da habe ich gedacht, das erinnert mich an irgendwas. Und da habe ich gedacht, so habe ich das ganze Jahr geguckt. So. Okay. Aber das eigentliche Bild des Jahres habe ich gerade entdeckt auf Twitter. Und mit der DSGVO, ja, und der europäischen Richtlinie haben ja die Santa Claus-Witze und Satiren eine ganz neue Dimension erreicht. Ja, also dieses irgendwie, ne, er macht eine Liste von Kindern, die lieb sind und nicht so lieb sind. Und außerdem kriegt er demnächst ein Einschreiben mit Rückschein und muss sich melden und dazu Stellung nehmen, wie er die Daten hinterher löscht. Also ich finde das Auskunftsersuchen fast noch spannender. Also ich meine, allein der Lieferprozess. Ne? Also die meisten Eltern haben ja so lustige Spiele, wo sie entweder einen Weihnachtsmann mieten, ist aber langweilig. Aber viel lustiger ist ja eigentlich, wenn dann irgendwie sie irgendwie sowas hinbasteln, so, dass dann plötzlich der Sack dasteht mit den Geschenken und der Weihnachtsmann schon wieder weg ist oder so. Und dann ist die Frage, wie stellt man denn eigentlich zu? Hängt man es an den leeren Sack, das Auskunftsersuchen, und hofft, dass es nächstes Jahr am Weihnachtssack ist? Die Antwort? Obwohl, es wäre länger als 12 Monate, das würde wahrscheinlich nicht durchgehen. Chaospost. Ja, Chaospost funktioniert, vielen Dank. Ist angekommen. Ich habe eine Postkarte bekommen. Wunderbar. Genau, nächstes Jahr können wir mit der Rückschau vor 20 Jahren anfangen, aber das lassen wir. Wir gehen lieber weiter mit den 10 Jahren. Das ist vielleicht lustiger. Sonst müssen wir die letzten 10 Jahre nochmal machen. Vor 10 Jahren hatten wir dieses Thema mit den Beta-Testern für neue Überwachungstechnik. Und es wäre doch schön, wenn man da die Bundestagsabgeordneten ein bisschen mehr verpflichtet, weil sie das ja dann immer beschließen. Und aber scheinbar, ist jedenfalls unsere Wahrnehmung, gar nicht merken, was sie da dann lostreten, weil sie vielleicht dann doch nicht betroffen genug sind. Und wenn man das ändern würde, dann würde sich vielleicht auch die Einstellung dazu ändern. Ja, und was wir ja dieses Jahr hatten, war ja, dass nicht die Bundestagsabgeordneten, aber die Ministerien innovative Überwachungstechnologien hatten. Also immerhin ein Trojaner, der Command und Control über E-Mail gemacht hat. Was ich tatsächlich wirklich innovativ fand, weil da gibt es dann halt nicht mehr viel an Command- und Control-Servern zu hacken, sondern man schickt einfach eine Mail hin und das Ding antwortet per Mail. Ich finde es auch sehr komfortabel so. Also ist halt, wahrscheinlich gibt es dann demnächst auch als Chatbot so. Kann man so, hey Trojaner! Psch. Genau. Fehlt noch, dass es eben in Spam steganografiert wird. Oder in Advertising-Cookies. Ich finde irgendwie, das wäre tatsächlich nochmal ein innovatives Command- und Kontrollsystem für Trojaner, dass man einfach die Advertising-Cookies, wenn man also der Trojaner so tut, als wenn man auf ein Advertising klickt und den Cookie, den er zurückspielt, ist dann der Inhalt, den man haben will, die Bitcoins oder so. Vielleicht baut es ja jemand. In dieselbe Kategorie fiel das Thema öffentliche Vorratsdatenspeicherung für alle Abgeordneten. Und ich sag mal, das hat ja in Grenzen funktioniert, weil die ersten WhatsApp-Gruppen weggekommen sind, also die Inhalte davon. Ging letztes Jahr schon los fast. Ne? Ja. Ging letztes Jahr schon los. Also hat nicht 10 Jahre gedauert, sondern nur 9. Und das wird ja von hier aus nur weitergehen und mehr werden. Ja? Also wir waren da vielleicht ein bisschen früh, aber wir haben da noch Hoffnung. Die Tendenz stimmt. Genau. Ja, das mit den Routern war vor 10 Jahren tatsächlich da. Okay, lauter. Wir sollen noch lauter sprechen. Lauter auch, über okay. Die Router sprechen. Lauter über die Router. Ja.
Gut, also vor 10 Jahren haben die US-Behörden 3500 Router, auf denen ein Cisco-Logo klebte, aus ihren Netzen rausgeräumt und waren darüber so ein bisschen beunruhigt. Weil es waren keine Cisco-Router, die sahen nur so aus. Und dieses Jahr hatten wir diese Diskussion über Hardware-Backdoors ja relativ umfänglich. Also Bloomberg hatte sich ja da ziemlich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, hier, wir haben hier irgendwie Hardware-Implants in Motherboards gefunden von Supermicro, die bei den diversen Cloud-Anbietern verwendet wurden, sind den Beweis dafür aber bis heute schuldig geblieben. Die Fotos waren alle Montagen. Ja. Ja, das hat, glaube ich, eine Woche gedauert, bis das rauskam, dass die Fotos waren alles Kunstwerke. Ja, und Wahnsinn. Also meine Vermutung ist ja, die haben tatsächlich irgendwie gehört von einem irgendwas, was tatsächlich passiert ist, aber es war nicht das, worüber sie berichtet haben. Aber interessant daran ist dann, dass diese Diskussion natürlich dann weiterging und ja so ein bisschen den Boden bereitet hat jetzt über, was die Backdoor-Debatte angeht bezüglich Huawei. Die Amerikaner haben ja gerade da ziemlich rings um die Welt Stress gemacht, auch bei deutschen Unternehmen, um Huawei da rauszukegeln mit der Begründung, da seien ja chinesische Backdoors drin. Und diese Backdoor-Diskussion ist natürlich insbesondere deswegen amüsant, wenn man sich die Snowden-Dokumente anguckt, weil da wissen wir ja, dass Hintertüren in amerikanischen Produkten jetzt nicht unbedingt eine Seltenheit waren und die NSA die da oft und gern installiert hat. Und jetzt stellt sich sozusagen die Frage, ist jetzt diese Politik, die da jetzt getrieben wird, ist quasi so eine, welchen Backdoor-Anbieter hätten Sie denn gerne? Genau, und da kann man sich dann verschiedene, also das sind ja so Spielchen, wo man dann erst denkt irgendwie, okay, also schmeißen Sie jetzt als erstes die raus, wo Sie eine Backdoor rein haben wollen, aber keine gekriegt haben? Oder schmeißen Sie die zuerst raus, wo Sie eine Backdoor denken, dass jemand anders eine hat? Und muss man dann, gilt dann dieser Witz mit irgendwie, du brauchst eigentlich 3 Virenscanner, einen amerikanischen, um die Russen zu fangen, einen russischen, um die Amerikaner zu fangen und einen, was war das, einen finnischen für die Schweden oder so? Naja. Ja, Equal Opportunity Backdooring ist auch ein schöner Sport. Genau, auf jeden Fall passt zwischen eine Firewall und eine Firewall immer noch eine Firewall. Ja, auch im kommerziellen Bereich war Hardware Backdoors damals auch ein Thema, nämlich in Kreditkartenterminals. Und da gab es halt so Hardware Implants in Kreditkartenterminals schon damals und die so Kreditkartenterminals sind ja versiegelt. Ne? Also die sind halt dafür gebaut, dass man da nicht ohne weiteres rein kann. Aber wenn der Implant schon ab Werk kommt oder irgendwo im Service installiert wird, dann ist natürlich ein bisschen schwierig, den zu finden. Und deswegen hat man damals gesagt, okay, dann wiegen wir die eigentlich einfach. War eine gute Idee. Jetzt, dieses Jahr, kam dann raus, dass auch Wiegen nicht mehr hilft, wenn man irgendwie diese Gehäuse entsprechend modifiziert und die Hardware ganz klein und leicht macht, sodass man die gar nicht mehr sieht. Aber ja, und nein, die wissen jetzt, dass gewogen wird. Das heißt, die kleben dann da auch einen Cent rein, ja, um das, oder flexen was raus, glaube ich, das war's. Genau, flexen was raus. Ja. Wird ein bisschen was rausgeflext, damit der zusätzliche Chip, den man reintut, nicht auffällt. Genau. Deswegen ist jetzt die Gegenmaßnahme, ist Unwucht erkennen. Das ist kein Scherz. Die stellen die so auf Rotationstische und gucken, wie die richtige Unwucht ist und unterscheiden die von der falschen Unwucht. Weil man darf die halt nicht aufmachen. Ja? Ne? Dann ist das Siegel kaputt und dann ist es nicht mehr compliant und so weiter. Das heißt, sie müssen dann quasi eins aufmachen, von dem sie ganz schön sicher sind, dass es in Ordnung ist und reingucken und nochmal nachgucken, dass da nichts ist und dann Baseline darüber machen und sagen, das hier, so sollen die anderen sich auch alle verhalten. So, und wann macht ihr das mit den Servern in eurem Rechenzentrum? Ich glaube, wenn man so einen Server unwuchtet, die sind doch nur noch zusammengeklickt, da sind doch gar keine Schrauben mehr drin. Dann hat man die ganzen Server. Doch? Ja, ist sowieso alles SSD, aber dann hat man, glaube ich, so diese Teile, wenn die dann so lose kommen, dann liegen die alle so in einer Ecke von dem Server. Stelle ich mir sehr lustig vor. Genau.
Ja, und dann gab es vor 10 Jahren diese Auftragskiller-Spam-Mails. Die gingen so, dass man halt eine Mail bekommen hat, wo drin stand, guten Tag, ich bin dein heutiger Auftragskiller. Ich habe den Auftrag bekommen, dich umzubringen, aber du kannst dich freikaufen bei mir. So, überweise doch einfach Geld dahin, irgendwie kauf mir ein paar iTunes-Guthabenkarten oder so und wahrscheinlich päckchenweise. Also es war vor 10 Jahren, deswegen genau. War es mit den Bitcoins noch nicht so, wie es heute ist. Ja, wer von euch wäre Bitcoin-Millionär gewesen, wenn er nicht vor 10 Jahren dafür einen Burger gekauft hätte? Oha! Mehr als ich erwartet hätte. Gut. Das ist ja inzwischen, hat auch das ja seine, hat sich ja weiterentwickelt. Es gab jetzt gerade einen Artikel, wo war der, in Wired, über jemanden, der jemanden hinterher recherchiert hat, der Auftragskiller-Webseiten, also Auftragskiller also Bestellungs-Webseiten. Der tut so, als würde er Aufträge für Auftragskiller vermitteln. Genau. Unter verschiedenen Brands, also. Und der nimmt auch Geld dafür? Genau, Bitcoin. Er erzählt dann auch immer was von Escrow und alles und er wird das Geld erst kriegen, wenn der Mord auch ausgeführt ist und so weiter. Ja, und wenn man dann dahin Bitcoin überweist und Namen an Lokation angeht, dann heißt es immer, der Auftragskiller ist informiert. Und dann heißt es 2 Tage später, er ist schon unterwegs. Und dann heißt es... Es gab eine Verzögerung im Betriebsablauf. Genau. Genau. Leider ist das Auto kaputt. Der steckt jetzt fest. Ob man noch mal ein paar Bitcoin überweisen könnte, um das Auto wieder flott zu machen. So. Und dann nach noch einer Woche, na, der ist vielleicht nicht so gut, aber der hat das Geld jetzt schon. Und nur gegen einen geringen Aufpreis könnte man ja einen noch professionelleren Auftragsmörder für den Job bekommen. Also diese kompletten Storys. Und das Irre ist halt, am Ende redet der sich darüber raus, dass er den Leuten, die jemanden umbringen wollen, Zeit und Geld klaut. Auf jeden Fall ein ethisch sehr interessantes Problem. Ne? Also so, und unter Hacker-Ethik-Gesichtspunkten wäre das also eine sehr, sehr spannende Beurteilung. Könnte man einen interessanten Case draus machen. Gut, machen wir weiter. Genau, ja, und dann haben wir wohl vor 10 Jahren gesagt, dass das mit den sozialen Netzwerken sicherlich eine gute Grundlage für Datenverbrechen ist und man sich das in 10 Jahren nochmal anschauen müsste. ESM-Sicherheitslücken, müssen wir auch nichts zu sagen, ne? Springen wir drüber. Na doch, es gibt eine interessante Frage. So, wie viele verschiedene Wege, eine GSM-Base-Station aufzumachen, hast du denn so im Rucksack? Nee, komm, die Boards sind aus China, die sind bestimmt voll in Ordnung. Okay. Ja, damals fing es ja schon an mit den nationalen Filtern, die also das Internet nach nationalen Kriterien filtern sollten. Und die ersten Länder fingen damit an, die aufzubauen. Und wir sprachen damals darüber, dass man ja vielleicht mal so Browser-Plugins oder VPN-Plugins bauen könnte, um zu gucken, wie denn das Internet so aus einer anderen Perspektive aussieht. Also was irgendwie so die... Oder die Landesgrenzen. Ja, die Sicht aus dem Nachbarland so ist auf die anderen Seite. Und es hat ein bisschen länger gedauert, als wir so gedacht haben, aber mittlerweile ist tatsächlich klar, dass es also da, ja, eigentlich in sehr vielen Ländern passiert, dass also diese Filter sowohl Download als auch Upload kommen und die Frage, wie Technologie aussehen kann, um zu gucken, wie es in dem anderen Land aussieht, doch interessant wird. Genau. Also die erste Form von Virtual Reality für alle oder so ähnlich? Auf Nationalstaaten-Blickpunkt-Ebene.
Und aber für die Privatperson ist eigentlich inzwischen eher interessanter, wie sieht diese Webseite aus, wenn ich sie nicht mit meinen Cookies aufrufe? Ja. Und ich glaube, dafür fehlen die Plugins noch. Da müsste noch nachgearbeitet werden. Aber immerhin gibt es jetzt einen Markt dank Location-Based Pricing. Ne? Also da dir ja durchaus... Ja, und manche Leute stellen fest, dass wenn sie irgendwie den Browser-Cache leeren und alle Cookies wegschmeißen und dann nochmal fragen, was der Flug von A nach B kostet, dass der Preis dann plötzlich ganz anders ist. Häufig günstiger. Hm. Okay. Das Internet-Normalitäts-Update mit Zahlen aus 2018 und zum Teil aus 17, weil es noch keine für 18 gibt. Es gibt jetzt 40 Android-Smartphones mit Trojaner ab Werk. Das ist eine Effizienzsteigerung, ne? Ja. Das muss ich klar sagen. Also es ist halt irgendwie, muss man dann nicht extra noch installieren. Genau. Grundausstattung. Und außerdem muss das Geld ja irgendwie verdient werden. Okay. Dann gab es eine Studie, die wahrscheinlich massively biased ist, aber wo ich gedacht habe, irgendwie, das ist schon Captain Obvious, der da unterwegs ist. Ja? Dass, wenn ich so DevOps habe und da explizit noch ein DevSecOps einbaue, dass ich dann schneller bin als normal, ist, glaube ich, klar. Was vielleicht überrascht ist, dass man dann 10-mal schneller ist. Ja. Also ich glaube, DevOps erfordert das aber auch. Also ich meine, wenn du 20 mal so schnell deployst wie sonst und 20 mal so oft deployst wie sonst, dann musst du auch mindestens 10 mal so oft deine Security fixen, damit du auf dasselbe Niveau von schlechter Software kommst wie in den traditionellen Methoden. Genau, Skimming-Angriffe auf Geldautomaten. Das ist nicht interessant. Ja, also die Zahl hat sich leicht verschlechtert, aber nicht viel. Was interessant war, war hinter dieser Schlagzeile und hinter ein paar anderen. Und das ist mir nicht aufgefallen während des Jahres. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mir versucht habe, das ganze Jahr in 2 Wochen nochmal reinzuziehen. Dass man dann plötzlich sieht, dass da in vielen Meldungen drin steht, dass von zum Beispiel jetzt diese 2,2 Millionen Euro Schaden sind nur 15% tatsächlich in Deutschland angefallen, weil es da inzwischen internationale Abkommen gibt, die den Schaden in das Land drückt, das das niedrigste Sicherheitsniveau hat. Ja? Oder es gibt andere Meldungen, wo dann steht irgendwie, ja, das war ein Schaden von so und so viel oder die mussten ganz viel zahlen für den Erpressungstrojaner wegmachen und dann kommt dahinter, aber die Versicherung hat es bezahlt. So. Okay, internationale Abkommen, Versicherungen, so, interessant. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass das auch irgendwie die Sicherheitsniveaus nach oben drückt, weil die Versicherungen dann irgendwas erwarten. Ja gut, also ich meine, wenn man sich so diese Geldautomaten anguckt, mit dem Aufwand, mit dem man das Skimming betreiben kann, kann man das Geld auch direkt rausholen, oder? Also genau, Loch reinbohren, USB-Stick reinstecken und dann das XP dazu überzeugen, irgendwie alles auszuspucken. Ja, oder wir hatten ja einen Talk hier, also dazu, das Schönste fand ich mit den drahtlosen Keyboards. Also ja. Ich finde, jeder Geldautomat sollte ein drahtloses Keyboard Dongelchen installiert haben. Das verbessert die Servicequalität erheblich. Ja, Google hat irgendwie gesagt, dass sie 700.000 böse Apps aus dem Play Store entfernt haben. Die sagen immerhin eine Zahl. Bei Apple ist es so ein bisschen wie mit den Eskimos und dem Schnee. Ne? Sie haben viele Worte dafür, sagen aber keine genaue Zahl. Also klar ist jedenfalls Apps, die halt bösartig sind, also insbesondere was Tracking angeht und Datenexfiltration und solche Dinge, sind ein großes Geschäftsfeld geworden. Genau, und offensichtlich nicht so leicht zu erkennen, dass das immer gleich beim Eingang in den Store auch aussortiert wird. Ja, das ist sicherlich da ein spannendes Schlachtfeld. Also auch bei Geräteauslieferern, ne? Also die kaufen ja auch Komponenten von allen möglichen Zulieferern zu, gerade halt so, wenn man so billige Android-Tablets kauft, da kann es dann schon mal vorkommen, dass halt so eine Adware vorinstalliert ist. Ne? Also Lenovo hat es zum Beispiel da erwischt dieses Jahr.
Ja. Das war, glaube ich, schon letztes Jahr, aber dieses Jahr mussten sie dann zahlen. Ach, so rum das, ja. Also, genau. Und zwar richtig anständig, also 7,3 Millionen. Das ist jetzt vielleicht nicht irrsinnig viel Geld für so ein Riesenunternehmen, aber es ist sicherlich etwas, mit dem man dann intern Dinge besser machen kann. Gut. Ja, so eine Zahl, ne? Die kommt dann da so, steht irgendwo rum und da hat dann irgendjemand gesagt, ich habe V4-Internet abgescannt und 12 Petabyte Firmendaten gefunden. Also, da Daten ja das Öl des 21. Jahrhunderts sind, ist ja so ein schöner Datenreichtum. Das Öl liegt auf der Straße. Es schwimmt auf dem See. Genau, es schwimmt auf dem See. Man glitscht da so drauf rum. Quasi. Also die meisten davon waren interessanterweise in irgendwelchen offenen S3-Buckets und offenen FTP-Servern und sowas. Das ist ja, also bei Lucky Luke war das, ne? Wo die dann immer so ein Loch in den Boden gestochen haben und dann so paff, kam das dann so entgegen und dann liefen sie mit schwarzen Gesichtern durch die Gegend. Und ja, das ist ja bei Daten nicht so, sonst würden die Researcher ganz anders aussehen. Das wäre aber lustig, ne? Wenn so ein Datenreichtum aussieht wie so eine Toner-Explosion so bei so einem Kopierer. Dann würde mir schneller was passieren, oder? Mhm. Ja. Die Tech-Support-Scams, ne, das ist dieses Modell, wenn dich jemand anruft und gehst ans Telefon und dann heißt es, guten Tag, hier ist die Firma Microsoft. Sie haben ein Virus auf Ihrem Computer und wir würden das jetzt gerne zusammen mit Ihnen löschen. So. Und ich hatte immer den Eindruck, ja, aber in Deutschland nicht wegen der Sprachbarriere. Und tatsächlich scheint es aber so zu sein, dass es, ich meine, insgesamt nimmt das zu, keine Frage. Da gibt es inzwischen Umfragen in 180 Ländern oder sowas. Und aber es gibt eben auch schon Fälle aus Deutschland. Und da dachte ich, fragen wir doch mal hier ins Publikum, wer denn jemand kennt, der schon einen Anruf von Microsoft hatte, das wäre ein Virus auf dem Rechner. Ach, ne? Okay. Schon ein paar. Wer hatte dann einen Anruf, der auch auf Deutsch war? Genau. Und wo war der Anruf auf Englisch? Ach doch, schon halbe? Mhm. Wow. Okay. War das... Okay. Wow. Naja, wir haben da so eine Theorie dazu, da kommen wir später zu, ne? Ja. Ja, warum das so ist. Okay. Sehr interessant. Applaus für Let's Encrypt. Genau, 50% aller öffentlich erreichbaren Zertifikate und Microsoft vertraut denen seit, was war es, August? Irgendwie sowas. Genau. Wir sind halt immer ein bisschen vorsichtiger. Ja, gut, und dann so zum Thema Dinge, die nicht zu Ende sind und auch noch die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich gar nicht zu Ende sein werden. Also das Spannende daran ist halt, was so die Dimensionen sind. Ne? Also diese IP-Adressen, hinter einigen dieser IP-Adressen waren offenbar mehr als 5000 Hosts, die noch mit WannaCry infiziert waren. Und wir stellen uns so die Frage, so wie kann man jetzt immer noch zu sowas, also solche riesigen Infektionsraten haben? Und dann kam mir darauf, wahrscheinlich braucht es sowas Ähnliches wie so ein Oldtimer-Kennzeichen für so alte Hardware. Nur das, also so ein Oldtimer hat ja spezielle Regeln, ne? Mit dem darf man auch in die Umweltzone fahren, obwohl man da sonst nicht rein durfte, weil es ja irgendwie wertvolles Kulturgut auf 4 Rädern, wenn er älter als 30 Jahre ist. Und in der IT kann man sagen, so vielleicht wenn es älter als 10 oder 15 Jahre ist, dann kriegt so ein Computer dann auch so ein grünes H-Kennzeichen. So. Aber was macht man denn damit? Also wie geht man damit um? Naja, Gummizelle, also Einzelgummizelle.
Das sind halt so, das Haarkennzeichen ist dann mehr so wie so Haar für Hannibal Lecter, so einmal eingesperrt. Genau. Weiter. Gut, die Rückschau auf dieses Jahr. Natürlich den wertvollen Bundestags-Hack, der, wie der Innenminister sagte, technisch anspruchsvoll war. Ja, damit möchte er sagen, die Steuergelder, die eingesetzt wurden, um das Ganze zu schützen und hinterher aufzuräumen, die sind alle richtig eingesetzt gewesen, weil das schon anspruchsvoll war. Ja, lassen wir das. Also, ich meine, wenn man sich so überlegt, so, wenn der Heimathorst irgendwas anspruchsvoll findet. Ja, der britische Geheimdienst kam um die Ecke mit einer sehr interessanten Forderung. Die haben nämlich gesagt, so, naja, wenn wir halt so eine Region haben und diese Region ist interessant und da wollen wir mehr drüber wissen, dann wollen wir doch möglichst viel darüber wissen. Und da jetzt ja die ganzen bösen Menschen da draußen alle schon Verschlüsselung verwenden, können wir da nicht mehr mitlesen, was die kommunizieren. Also müssen wir deren Computer aufmachen. Und da wir ja Massenüberwachung früher benutzt haben, wollen wir jetzt auch Massenüberwachung haben. Also müssen wir ganz viele Computer auf einmal aufmachen. Sprich, die wollen das Recht haben und die Mittel dafür haben, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Computer in bestimmten Gegenden aufzumachen. Proaktiv, ne? Proaktiv, so einfach, ohne dass sie einen konkreten Verdacht haben, einfach nur so mal so zu hören, was da so los ist in der Gegend und da halt die Daten draus zu exfiltrieren. Ich sag doch, die brauchen so einen Chatbot-Trojaner, ne? Die brauchen so einen Chatbot-Trojaner, weil dann erzählen die Leute ihnen eh alles nachts um drei. Ja. Sie haben aber nicht, man denkt ja immer, dass es da irgendwie um die Laptops oder um PCs geht, nicht? Aber es geht da ja inzwischen auch um die Fernseher und morgen wahrscheinlich auch um die Barbies mit Mikrofon. Und die Alexas. Genau, die Alexas und die HomePods und das Google-Ding, wie heißt das noch gleich? Ja. Genau. Ja, das E-Government ist ja bei uns immer in der Regel mit Geschichten von hoher Kompetenz verbunden. Also ist alles technisch anspruchsvoll. Und da gab es dieses Jahr diese Geschichte, die also schon vor ein paar Jahren mal hochkam, aber dann immer wieder kochte und weiterging, dass die SAE seine Kommunikationssysteme für Absprachen mit seinen Quellen in diversen Ländern über Websysteme betrieben hat, die sie für viele Millionen von Dollar von einem amerikanischen Regierungscontractor gekauft haben. Nur, dass dann halt irgendwann die Iraner ihnen einen Doppelagenten untergeschoben haben. Der Doppelagent hat seinen Führungsoffizieren erzählt hat, wie die Webseite aussieht, auf der er da mit der CIA kommuniziert. Und die dann halt mal nach ähnlichen Webseiten gegoogelt haben und davon ein paar Dutzend gefunden haben. Dann halt die entsprechend dazugehörigen Leute überwacht und hops genommen haben. Und sich dann mit den Chinesen unterhalten haben, die dann halt auch noch was dazu beitragen konnten, was dann halt dazu führte, dass der CIA als Nachweis seiner herausragenden E-Government-Kompetenz bzw. seines Contractors seine gesamten Agentennetzwerke in diesen Ländern verloren hat. Da sind auch viele Leute umgekommen. Also wir sehen, E-Government ist immer noch eine schwierige Aufgabe. Genau, auch wenn man technisch anspruchsvolle Dinge sich gegen technisch anspruchsvolle Dinge verteidigen muss. Der Fachbegriff dafür ist ein Google-Dork. Könnt ihr ja mal googeln. genau, der nächste ist ein absoluter Brüller. Ja, weil in Australien ist da ja gerade ein Gesetz durchgekommen, die Assistance und Access Bill, liebevoll abgekürzt als Ass-Bill, von ihren Fans. Und gibt da auch ganz tolle Erklärvideos zu, die zum Schreien komisch sind. Und die möchten jetzt halt wirklich Hintertüren einbauen dürfen. Und sie wollen richtig weit gehen. Sie wollen auch australische Mitbürger dazu
motivieren können dürfen, dass sie Hintertüren einbauen in den Firmen, in denen sie arbeiten. Und das alles aus einem Land, das einen anderen Skandal am Laufen hat, der heißt The Cabinet Files. Worum geht's da, fragt ihr? Die Antwort ist, da hat eine Zeitung mehrere Aktenschränke bekommen, die auf dem Gebrauchtwarenmarkt für Aktenschränke verkauft wurden, mit Inhalt. So, und jetzt fragt ihr natürlich, warum wurden die mit Inhalt verkauft? Because we lost the keys. Ja? Okay. Wir weisen nochmal darauf hin, dass wir letztes Jahr gesagt haben, dass ein neues Geschäftsfeld wird, irgendwie, dass man Leute unter Hypnose dabei hilft, ihre alten Passphrases wieder zu erinnern. Ja, also kommt noch. Wahnsinn. Ja. Ja, eine der großen Debatten dieses Jahr war die um TLS 1.3. Wo ja verschiedene Teilnehmer an diesen Diskussionen der Meinung waren, das ist zu sicher, weil man kann ja da nicht mehr reingucken, jedenfalls nicht so ohne weiteres. Und das ist halt so eine, also dazu muss man sagen, so die alten Sicherheitsmodelle, wo man sagt, okay, wir müssen da reingucken können, sagten ja, wir haben so ein Netzwerk in, dem können wir vertrauen und dann kommen da die verschlüsselten Verbindungen an, dann entschlüsseln wir die und machen alles innen unverschlüsselt, weil drinnen ist ja alles sicher. Das hat sich in der Praxis nicht so sehr bewährt, weil auch wenn man in diese ehemals verschlüsselten Datenströme reingucken kann, wenn die Trojaner anfangen, über E-Mail zu kommunizieren, wird das halt schwierig. Ne? Dann hilft das halt nicht mehr so sehr. Deswegen geht man jetzt hin und sagt, das sogenannte Trustless Network, das heißt, also man baut halt auch die inneren Netzwerke so, dass sie Server einander nicht mehr vertrauen und alle nur noch untereinander verschlüsselt kommunizieren. Und dafür ist dieses TLS 1.3 eigentlich gedacht gewesen. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und dann gab es dann noch diesen sogenannten E-Fail-Angriff auf S-MIME und OpenPGP. Die Details sind interessant. Ja? Lest euch das mal durch, wenn ihr die Zeit dazu habt. Wir haben es hier eigentlich nicht aufgelegt, um jetzt irgendwie darauf rumzuhacken, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe, glaube ich, dieses Jahr schon zwei Leute getroffen, die, von denen ich den Eindruck habe, dass sie jetzt wirklich ganz offiziell der Meinung sind, dass sie das in ihrer Firma nicht mehr hinkriegen mit der E-Mail-Verschlüsselung. Ja, das kriegen sie einfach nicht durch die Tür und haben jetzt aufgegeben. Kennt noch jemanden, der aufgegeben hat? Ach, nur so wenige. Das lässt ja hoffen. Ich glaube, wir müssen das Licht ausmachen, wenn wir die Frage nochmal stellen, oder? Ach so, wer ist in einer Firma, wo man damit nie angefangen hat? Ach, ja. Wer musste dieses Jahr einem Kollegen oder Chef das mit der verschlüsselten E-Mail versuchen zu erklären? Okay, es geht immerhin. Na gut, noch weiter. Dann gab es noch jede Menge Bemerkenswertes, durch das wir jetzt durchhetzen müssen. Das geht. Den Datenschutz-Denial of Service, der da DSGVO heißt. Genau, da wollen wir gerne euch mal fragen. Wer von euch fand denn das mit dieser Datenschutz-Grundverordnung, die immer zusammenhängt, Stress und Ärger und so weiter und so fort, eher schlecht? Okay, wer fand es eher gut? Und wer fand es eher unterhaltsam? Okay, also das heißt, die meisten von euch haben sich wirklich einfach nur darüber amüsiert, welche Battle-Mails da ankamen. Irgendwie, dass man doch bitte hier klickt, um weiter im Verteiler zu bleiben für die innovativen Produkte. Okay.
Ja, und das heißt, keiner von euch war irgendwie im Elternrat, wo irgendein Rechtsanwalt durchgedreht ist und versucht hat, die Schule in die Steinzeit zurückzubomben? Nein. Genau, wer hatte denn, hatte denn so mit durchdrehenden DSGVO-Hyperventilatoren zu tun? Ah, okay, ich sehe schon. Ihr kennt alle zu viele Anwälte. Die schönste Schlagzeile dazu fand ich ja: schwerwiegende Schwachstelle im DSGVO-Plugin für WordPress. So, für 2018 kann man da eigentlich, es fasst das ja gut zusammen irgendwie. Genau, Microsofts BitLocker hat tatsächlich Festplattenfirmware vertraut, die versichert hat, dass sie das mit der Verschlüsselung voll im Griff hat. Ja. So. Grandios. Ich meine, Microsoft ist nun wirklich eine Firma, die hat jeden Tag mit OEMs zu tun. Ja, die hat jeden Tag damit zu tun, dass ihnen OEMs irgendwas erzählen und hier ist unser toller neuer Treiber, könnt ihr den mitverteilen und sehen, was da kommt. Ja, und dann glauben sie das, wenn die Festplatte sagt, ich habe das voll im Griff mit der Verschlüsselung. Ist irre. Ja. Genau, überhaupt gab es ja alles. Alles ist vergiftet, kann man eigentlich nur sagen. Genau, wir hatten schon das Thema böse Apps und trojanisierte Apps und da gab es ja wirklich irre Dinge, ja, also das, wo man auch früher gedacht hat, manche Leute sind ja von der Außenwelt abgeschlossen, wie zum Beispiel Soldaten oder so, die sind es ja heutzutage auch alle nicht mehr, ja, die kriegen alle irgendwie Internet früher oder später in die Finger, mehr oder weniger bandbreitig, und dann installieren sie sich irgendwie WM-Apps oder Dating-Apps und werden Fitness-Apps. Da, was? Fitness-Apps. Fitness-Apps. Ja, gab es auch reichlich. So, oh ja, reichlich. Wo sind denn diese super geheimen Special Forces trainiert? Das ist ganz einfach. Du suchst einfach nach weitgehend unbewohnten Weltgegenden, wo sonst nicht so viele Fitnessdaten anzutreffen sind, und nimmst dir dann die überdurchschnittlich sind. Dann hast du die Special Forces gefunden. Also der jeden Morgen 15 Kilometer rennt, alles klar. Ja, aber die Frage, wie halt irgendwie, wie man die Integrität von irgendwie auch Open Source Projekten sicherstellt, und da gab es ja dieses Jahr einige, die Hintertüren versehen wurden, die wird definitiv akuter werden, weil je besser die Sicherheit der Verteilungsinfrastruktur wird, desto weiter nach oben in die Kette werden die Angriffe gehen. Ja, das mit den Bugs ist natürlich nicht nur irgendwie bei normaler Software ein Problem, sondern auch bei Schadcode. Da gab es dieses Jahr einen interessanten Fall, wo in petrochemischen Anlagen in Saudi-Arabien ein Trojaner gefunden wurde, beziehungsweise ein komplexerer Schadcode, der halt nicht funktioniert hat, weil er buggy war. Passiert. So. Ist halt, Testing is hard, let's go shopping. Genau, und ein neuer Meilenstein in der auf der Baustelle, also Integrated Lights Out, heißt das bei HP, bei Intel heißt es Intel Management Engine, bei IBM heißt es Integrated Management Module, Lenovo und so, wie auch immer. Und da ist die Firma HP die erste, die sagen kann, für unsere Systeme gibt es schon einen Erpressungstrojaner. Achievement unlocked. Ja, und dann im Kontext irgendwie Sachen, die schon lange vor sich hin glimmen oder so, wurde ja in OpenSSH dieses Jahr eine 19 Jahre alte Sicherheitslücke zugemacht, die man dazu benutzen kann, um valide Benutzernamen besser zu raten. Und in dem Kontext haben wir uns dann gefragt, wenn man sich so andere Sachen anguckt, wie diesen OpenSSH eBury Rootkit Geschichte von, wann war das, 2013 oder so. Der hat inzwischen 21 Subvarianten und
es ist ja wie bei normalen Viren für Windows. Und machen wir hier eigentlich zu viele Witze über Windows und Windows 2003 Server, der immer noch nicht abgeschaltet ist? Oder muss man da jetzt eigentlich auch mal mehr auf Altversionen von Linux rumhacken? Die Antwort ist offensichtlich ja. Wer von euch kennt denn noch ein laufendes System, auf dem noch ein 1er-Kernel läuft? Okay, 2er-Kernel? Ja, ja, ich sehe schon. Wir hören jetzt hier mal auf, weil sonst... Ja, ich glaube, das mit diesem H-Kennzeichen wird nochmal ein Thema werden. Mit betriebssystemübergreifend, nicht wahr? Ja, also insbesondere bei diesen ganzen lustigen IoT-Geräten, wo man dann die Hardware wegschmeißen muss, weil der Speicher nicht mehr reicht, wenn man den Kernel upgradet. Das wird noch alles so lustig werden. Wer von euch pflegt noch ein OS 2? Ah ja, auch 3. Ja. Ja, die Browserkriege sind erstmal vorbei. Man kann einfach sagen, Google hat gewonnen. So, Microsoft hat aufgegeben. Ist jetzt keine besonders gute Nachricht so, weil es halt dazu führen wird, dass im Wesentlichen Google jetzt die Internetstandards schreibt. Je nachdem, wie viel Aufwand Mozilla und Apple da noch reinstecken wollen in dieses Thema. Aber wir nähern uns dann so langsam der Klick-Betriebssystems-Monokultur im Browserbereich. Das ist sicherlich bemerkenswert. Und auch noch bemerkenswert war dieser Google Assistant, der Restauranttische per Telefon bucht. Wer von euch hat da die Audio-Demos gehört? Ja, doch viele, aber bei weitem nicht alle. Das Faszinierende dabei war nicht, dass der anruft und sagt, guten Tag, hier ist Google Assistant, ich möchte gerne einen Tisch buchen. Das Irre war, wie der dann geantwortet hat, wenn oder sich geäußert hat, wenn auf der anderen Seite gesagt wurde, ja, ich muss mal eben schauen. Dann hat er nämlich so Sachen gemacht wie, oder okay. So, also diese Zwischenbemerkungen, die gar keine echte Bemerkung sind, außer ich habe verstanden, was du gesagt hast und warte jetzt darauf, dass du weitermachst. Ja, es ist sozusagen der nonverbale Turing-Test, ne? Ja. Also zumindest für uns Menschen. Genau, also ja. Wenn euch einer anruft und sich nicht räuspert, könnt ihr demnächst schon mal gleich misstrauisch werden. Ja. Wahrscheinlich muss man sich dann so überlegen, ob man dann so Testsachen einbaut, sowas wie einfach mal völlig unmotiviert sagen, sowas wie Steuerdegrationsanpassungsgesetz. So mitten in der Restaurantbestellung und gucken, ob auf der anderen Seite jemand sagt, hä? Oder, Die Frage ist dann eben, ob ihr das selber macht oder ob ihr dafür einen Assistenten braucht. So, und dann, damit sind wir auch schon bei den Stichworten für das nächste Jahr, wenn es denn reicht. Manchmal liegen wir ja daneben um wenige Jahre, aber der Trend mit alles, was man sich nur vorstellen kann, kriegt jetzt einen Mikroprozessor. Und natürlich braucht ein Mikroprozessor immer Software, die auf ihm läuft. Und deswegen ist Hardware sowieso nie mehr nur noch Hardware, sondern immer auch Software. Und diese Software will euch verraten. Aber eigentlich will sie es ja natürlich nicht. Was will? Ein Ding will ja nicht. Software will ja nichts. Sie ist dazu veranlagt. Sie ist dazu verdammt. Also, worum es eigentlich dabei geht, ist dieses, überall sind mittlerweile Prozessoren drin, egal ob es sinnhaft ist oder nicht. Also jeder Lichtschalter ist heutzutage eigentlich kaum noch ohne eine CPU denkbar. Man muss mittlerweile eigentlich fast sagen, es wird die Ausnahme, dass da nicht mehr irgendwas drin ist, was rechnet.
sobald es irgendwie schon ein paar LEDs drin hat, die auch nur irgendwie blinken oder irgendwas anzeigen, hat es schon irgendwie mindestens einen Batteriecontroller drin, der da vor sich hinrechnet und eigentlich eine Firmware hat oder so. Genau, und dann fallen da Daten an und diese Daten werden im Zweifelsfall dann doch irgendwo noch ein bisschen gespeichert und dann werden sie halt wegkommen. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die Softwarequalität halt schlecht ist. Und Security braucht man am Anfang halt nicht, sondern das braucht man hinterher. Aber erstmal braucht man es nicht, damit es überhaupt funktioniert und damit es die Leute kaufen, leider. So, und es schwemmt halt so viel auf den Markt von so vielen Leuten, die das alle das erste Mal machen. Und deswegen ist es zwangsläufig, dass das so ist. Und dann kommt noch was dazu. Ich habe neulich einen wunderschönen Artikel gelesen von einem Ben irgendwas. Der hieß sowas wie Thinking About AI. Also wie man über künstliche Intelligenz nachdenken sollte. Und der hatte ein schönes Bild, eine schöne Analogie. Die Analogie war, künstliche Intelligenz heute oder Machine Learning, die ein bisschen fortgeschritten ist, ist wie ein Vierjähriger oder Vierjährige. Nur wird halt nie müde, will keine Kekse. Und wenn du noch 30 brauchst, dann klickst du einmal. So. Und Vierjährige können dann Dinge tun, die kann halt dein Computer noch nicht. So, Mustererkennung, ist da ein Kaninchen in dem Bild drin? Ja, wie viele Einhörner sind das da? Solche Sachen. Und dann ist es ja eine total tolle Analogie, weil wisst ihr, wie Vierjährige mit Familiengeheimnissen umgehen? Genau. Genau so. Es soll ja Kindergärten geben, in denen hängen Schilder. Auf dem Schild steht, wenn Sie nicht alles glauben, was Ihr Kind sagt, im Kindergarten passiert ist, dann glauben wir nicht alles, was Ihr Kind sagt, zu Hause passiert ist. Da ist jetzt die Frage, wie sieht da die KI-Analogie zu aus? Die sind halt genauso. Du meinst, hey Alexa, nicht alles, was ich gerade gesagt habe, stimmt? Und Alexa, mhm. Genau. Also, aber es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt ja auch Dinge, die besser werden. Also, es gibt technische Fortschritte, die finden statt. Ja, Apple arbeitet hart daran, ihr Betriebssystem für PCs härter zu machen. Microsoft hat gerade Sandboxing eingeführt im großen Stil. Sachen, die normal sind für Smartphone- und Tablet-Betriebssysteme, weil das halt dort von Anfang an drin war. So, und dieser ganze IoT-Kram, ja, das ist alles grauenhaft. Aber das, womit Menschen so direkt interagieren und so, das wird schon ständig besser. Ja, ja, wenn es denn auf up-to-date gehalten wird, etc. Und da passiert natürlich, dass die Angriffe gegen den ganzen IoT-Kram, die finden natürlich weiterhin statt und einfach mit Brute-Forcing und auf alte Software-Vulnerabilities gehen etc. Aber so dieses Mittelfeld auf dem PC, da geht weniger. So die ganzen zugenagelten Endpoint-Produkte, die halt mehr so Tablets sind, halbwegs moderne Hardware mit irgendwie, wo man kein eigenes Betriebssystem mehr installieren kann, wo es halt nur noch so ein paar Apps drauf gibt und wo die Sicherheit des Systems auch noch durch Hardware-Unterstützung unterstützt wird, also Chips unterstützt wird, die sind dann halt schon ein bisschen schwieriger anzugreifen. Und da war für uns so ein bisschen die Frage, was passiert denn da jetzt eigentlich? Weil die Evolution geht natürlich weiter und bisher war es nie so, dass sich irgendwie die Kriminellen insbesondere davon haben aufhalten lassen, dass da irgendwas passiert ist. Und die logische Konsequenz ist natürlich, dass Sicherheit immer mehr zu so einem Layer-8-Problem wird. Also das Problem sitzt zwischen Bildschirm und Stuhl. Und wir haben ja schon so ein paar frühe Vorfahren davon gesehen. Da gab es vor ein paar Jahren so einen interessanten Trojaner, der bei einer bestimmten Bank über einen Exploit, der, wenn er im Tab nebenan lief und man hat sein Homebanking aufgemacht,
hat einem dieses Homebanking suggeriert, so, hey, du hast gerade eine Überweisung bekommen. Du hast 750 Euro überwiesen bekommen und fehlerhaft. Das war leider eine Fehlüberweisung. Und weil du ein ehrlicher Mensch bist, möchtest du das jetzt bitte zurücküberweisen. Und das heißt, es war kein Sicherheitsangriff. Es war nur ein Angriff darauf, was in deinem Kopf passiert, weil du wolltest ja ein ehrlicher Mensch sein. Also haben die Menschen dann diese 150 Euro, die sie nie bekommen haben, zurücküberwiesen. Und da hilft dann keine Sicherheitsmaßnahme, weil der Mensch wollte es. Und wir denken, dass genau da die Zukunft liegt für Angriffe. Dass sich die Angriffe immer mehr gegen das menschliche Gehirn richten werden und die technischen Angriffe nur Hilfsmittel dazu sein werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht denn halt so die, also wie macht man das? Und Menschen sind ja relativ ungeduldig und meistens auch ein bisschen, sagen wir mal, mindestens abgelenkt. Ja? Ich will nicht sagen, alle sind dumm, aber meistens sind sie abgelenkt. Und daraus folgt dann, das ist eigentlich eine schöne Aufgabe für so eine Horde von so 10.000 Vierjährigen. Ne? So eine Phishing-KI, so kann man sich so vorstellen. Also einmal so die Messe hier so voller Vierjähriger. Ich will ein Eis. Ja. Kann ich mal dein Handy haben? Wir wollen alle Taschengeld. Genau. Und ich meine, ja, also ja, dieser I love you Virus war vor was, 20 Jahren, 18 oder so. Und das ist, hat mir ja einer aus dem Berliner Club erzählt. Der hat gesagt, ich habe mir dafür extra ein Virus aufgesetzt, ein Windows aufgesetzt, um die E-Mail aufmachen zu können, weil die kam von meiner Freundin. So, also die Menschen gehen da weit, um die Message zu hören, wenn die Message richtig ist. So. Und dann ist ja das Nächste, dass jeder Datenunfall, der da draußen passiert, ist ja Futter für diese KI. Ja, also jedes bisschen Daten, das über euch wegkommt, hilft irgendeiner KI, euch noch bessere Phishing-E-Mails zu schicken. Und dann ist ja eher die Frage, wer die zuerst haben wird. Ja, und weil das ja alles miteinander zusammenhängt. Also eigentlich ist das ja überhaupt nicht böse. Ja, weil Phishing ist ja nur eine Form von Marketing. Tu was jetzt. Nicht kauf mich, sondern klick mich. Ja, und Marketing ist Motivation. Motivation ist Bildung. Bildung ist Glück. Und da sind wir dann, da schließt sich der Kreis. Das ist halt alles Dual Use. Und die Frage wird eine sehr moralische. Was ist noch okay und was ist halt überhaupt gar nicht mehr okay? Gar nicht mehr okay ist, mich dazu zu überzeugen, iTunes-Karten zu kaufen, um irgendwie meine Steuern zu bezahlen oder so ein Quatsch. Ja, aber vielleicht möchte ich, dass die Software irgendwie alle meine Knöpfe drückt, damit ich auch heute 5 Minuten Englisch lerne. Ja? Ja, am Ende ist es die Frage, wem geben wir das Recht, uns zu manipulieren und mit welcher Motivation? Und also, wenn du sagst, Englisch lernen, also du glaubst, dass du Englisch lernen möchtest. Die Frage ist, wieso glaubst du denn, dass du Englisch lernen möchtest? Welche Software hat dich denn dahin manipuliert, dass du plötzlich Englisch lernen möchtest? Vielleicht will diese Software dir ja auch einfach nur eine Reise nach London verkaufen oder... Ja, also wir denken, dass diese Frage, welche Form von Manipulation, sowohl technischer als auch emotionaler und moralischer Art, sind denn eigentlich noch okay und welche nicht und wo ziehen wir da als Gesellschaft die Grenze, wird am Ende eine Sicherheitsfrage werden. Also die Frage von persönlicher, mentaler Sicherheit. Weil wenn wir dann mit KI zu tun haben, die in der Lage ist, unsere Knöpfe zu drücken, und wir sehen ja schon sehr gut, was da so passiert auf Facebook und Co., wenn wir da auf der anderen Seite ein Machine Learning System haben, was in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass wir uns aufregen, dann ist eigentlich absehbar, dass diese Diskussion nicht mehr so lange vertagt werden kann. Wie übersetzt sich das jetzt in Geschäftsfelder und Sport?
Wir denken, dass man sehr schnell den Überblick verliert. Ja? Welche Daten sind in diesem Monat über mich weggekommen? So, wer weiß jetzt was? Wer alles weiß schon, also ist schon bekannt, wie der Mädchenname meiner Mutter wirklich war? Ja? So, ich gebe natürlich überall einen anderen an, weil den Trick kenne ich schon, aber... Welche dieser Antworten sind schon bekannt? Genau, welche dieser Antworten sind schon bekannt? Und da gibt es ja inzwischen so Services, die jeder kennen sollte, wie Have I Been Pwned? Das ist so eine Webseite, die sammelt alle Datenleaks über Passwörter und E-Mails ein und da kann man sich dann registrieren und sagen, hier, das ist meine E-Mail-Adresse und wenn die ein Passwort für diese, zu dieser E-Mail-Adresse irgendwo wegkommt, dann schick mir mal eine Mail. Na, so, super Sache. Und diese anderen Leaks, die es da gibt, die muss man ja dann auch alle irgendwie aufbewahren. Und die muss man ja sicher verwahren, weil wenn die dann wieder jemand findet, alle so an einem Platz, das ist ja dann auch wieder ein Problem. Und dafür brauchen wir also verlorene Datenschließfächer, sogenannte oder Doxing-Manager im Sinne von Passwort-Manager, das brauchen wir. Das müsste mal jemand erfinden, bitte. Ich bin jetzt hier in der Reihenfolge irgendwie. Ich hatte, glaube ich, ursprünglich weiter unten, aber wir können ihn skippen. Genau. Das ist das Hausmeister-Dingens. It's exercise left to the reader. Ja, aber wir springen das jetzt. Ja. Gut. Dann stellen wir ja fest, die Bandbreiten werden immer höher. Und manchmal wird ja auch die Qualität höher. Und ich finde irgendwie, die Welt geht scheinbar weg von Telefonkonferenzen zu diesen, wo man auch Screensharing machen kann. Und ich habe den Eindruck, immer mehr Leute, die jetzt an sowas teilnehmen, was man auch als Telefonkonferenz machen könnte, schalten dann trotzdem ihre Kamera frei, dass man sie dann sehen kann. Wer findet, dass das zunimmt? Doch einige, ne? Also ich fand es dieses Jahr sehr prägnant, ja? Also Sachen, die vorher reine Telcos waren, sind jetzt plötzlich Video. Konferenzen. Und wem hilft das bei der Arbeit? Wer findet es eher störend? Okay, also er schnarcht lieber unbeobachtet in der Telefonkonferenz. Kann ich verstehen. Aber so eine Kamera kann man ja auch benutzen, um zum Beispiel so die Atemfrequenz und den Puls zu detektieren und rauszubekommen, hat mein Gegenüber gerade Puls, weil ich Jira-Ticket 716b angesprochen habe, was da seit 6 Wochen in der Queue gammelt. Also man kann natürlich nicht wissen, ob er vielleicht vorher einfach nur zu viel Kaffee hatte, aber immerhin ist es ein Anhaltspunkt. Und dann ist natürlich klar, wenn es zunimmt, also sobald es halt so eine Plugins gibt, wo man aus dem Videostream von so einer Videokonferenz noch Zusatzdaten extrahieren kann, also zum Beispiel die Puls- und Atemfrequenz, dann braucht man natürlich Gegenmaßnahmen. Und das machen wir dann als In-App-Kauf, genau. Oder? Also kann man dann anklicken, welches Profil man heute spielen will. Ja? Also Pokerface für 2,50, zufriedener Mitarbeiter für 5 Euro. Cholerischer auf den Tischklopfer für 6 Euro. Ja, manchmal möchte man sich ja vielleicht über etwas aufregen, worüber man sich schon lange nicht mehr aufregen kann. Ja? Und dann ist es ja für die Gesundheit doch viel besser, wenn man einfach sagt, Computer, reg dich mal für mich auf. Ja? Und ich meine, gut, wenn man sich so überlegt, so, es gab doch dieses Jahr diese Emojis, die man mit seiner Gesichtsmimik steuern kann. So. Und wenn wir das zusammentun mit Deepfakes, also halt den Zusammenrechnen von echten Gesichtern auf echte Gesichter, da geht was. Ne? Also so intelligente Avatare mit irgendwie Stimmungsanpassung und so, da ist auf jeden Fall ein großes Geschäftsfeld. Das genau. Ja, und zum Schluss denken wir, dass die Frage des Jahres wird, wenn man dann mit irgendwas interagiert, ist es ein Skript? Ist es Machine Learning? Ist es KI? Ein Mensch wird es ja nicht sein.
Wie war da noch die Unterscheidung? Wenn es Python ist, ist es Machine Learning und wenn es PowerPoint ist, ist es KI? Genau. KI ist PowerPoint Engineering. Ja. Und wenn noch irgendwas mit Blockchain und Quantencomputer dran steht, ist es definitiv PowerPoint Engineering. Ja, auch im Umkehrschluss. Ne? Wenn ihr da was habt und das, ihr müsst damit umgehen oder so, und dann auch die Frage nicht, mit wem spreche ich da, sondern wie löse ich das Problem? Ja, kann ich das Problem noch lösen, wenn mit nur einem Skript? Brauche ich schon Machine Learning? Oder muss ich noch warten? Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne sind wir dieses Mal ganz schön pünktlich, oder? Und wünschen euch einen guten Rutsch ins Jahr 1984. Vielen Dank.